Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ich bin heute den ersten Tag nach meinem Urlaub wieder im Büro und was sollte man eigentlich am ersten Tag nach dem Urlaub oder nach einer längeren Pause machen, wenn man wieder mit dem Trading anfangen will? Der Frage gehen wir heute im Video nach. Tja, so schnell geht es. Kaum ist man in den Flieger eingestiegen, ist man auch schon wieder da. 14 Tage, 2 Wochen sind vorbei. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück. Und heute Montag, der allererste Tag, wo ich wieder ins Büro gekommen bin. Jetzt habe ich ja das große Glück, dass während meines Urlaubs meine Jungs hier im Büro sich um den Handel gekümmert haben. Das heißt, wir standen lediglich so ein bisschen über iPhone in Kontakt. Das heißt, die haben mir einfach jeden Tag Auszüge geschickt, haben mir eine Morgenroutine geschickt und so weiter, sodass ich schon ein wenig informiert war. Aber letztendlich mehr als 10 Minuten am Tag habe ich mich nicht um den Handel gekümmert. Und was macht man jetzt aber, wenn man wieder da ist? Also wenn man wenn man eine längere Pause hatte, sei es jetzt durch Urlaub oder dass man vielleicht auch mal krank war, dass man beruflich unterwegs war und konnte jetzt die Märkte nicht so verfolgen. Viele, die ich kenne oder viele, die ich kennengelernt habe, viele Händler oder Neueinsteiger in den Handel, die kommen wieder, sitzen dann vor ihren Rechnern, machen ganz, ganz schnell einen Blick durch die Märkte und wollen dann sofort wieder traden. Und das ist natürlich auch ein wenig verständlich, weil wenn man sich überlegt, du hast jetzt 14 Tage lang oder eine Woche oder wie auch immer nichts getan, hast also kein Geld verdient und jetzt möchte man natürlich ganz schnell wieder das quasi Verlorene nachholen und endlich wieder ins Trading kommen. Wer jetzt nicht wie ich ein Team um sich herum hat, der hat ja vielleicht sogar vor dem Urlaub sinnvollerweise seine Positionen sehr, sehr stark nach unten gefahren, vielleicht sogar komplett reduziert und oder auf Null gesetzt. Und der steht jetzt da mit dem leeren Konto und also leer im Sprichwort in Bezug auf die Positionen. Und er will natürlich jetzt schnell wieder hochfahren. Mein Tipp an euch ist allerdings, lasst euch hier ein wenig Zeit. Ich habe heute früh, als ich kam, als allererstes mal meine ganzen Routinen gemacht. Das heißt, ich habe also jetzt seit 14 Tagen zum allerersten Mal wieder die Morgenroutine gemacht. Ich habe die mir zwar jeden Tag angeschaut, weil ich sie quasi per WhatsApp als Bild bekommen habe, aber nichtsdestotrotz, ich habe sie mir erstmal angeschaut und selber wieder gemacht. Also zum ersten Mal wieder die ganzen Daten per Hand eingegeben, dann bin ich die Charts durchgegangen. Ich habe mir jeden Markt einzeln ganz, ganz in Ruhe angeschaut. Bestimmte Dinge habe ich mir sogar die Daten der letzten 14 Tage per Hand angeschaut. Also ich habe mir beispielsweise das Put-Call-Ratio der S&P 100 Optionen Tag für Tag rückwirkend angeschaut. Dauert nur wenige Minuten, gibt mir aber so ein Gefühl für den Markt, was ist denn in den letzten 10 Tagen wirklich passiert. Ich habe mir die Terminstrukturkurven der Volatilität der letzten 14 Tage angeschaut. Dann bin ich hergegangen, habe mir die einzelnen Rohstoffmärkte angeschaut. Ich habe also geschaut, wie sieht der Tageschart aus, in welchem Trend ist der, in welchem Wochentrend ist der, wie sind die Commitment of Traders dort, gab es da irgendetwas Besonderes, gab es da besondere Bewegungen und habe mir also wirklich Zeit gelassen und habe heute bestimmt 4 Stunden gebraucht, um diese Routine zu machen, die ich sonst vielleicht in einer 15 Minuten, 20 Minuten Zeit schaffe. Also ich habe mir wirklich heute sehr, sehr viel Zeit gelassen und ich habe auch mir heute vorgenommen, und ich mache das auch, keine einzige Position zu handeln, es sei denn, es wäre eine Position, die offen ist, die gerollt werden müsste. So, und warum mache ich das? Ich glaube, wenn man zu hektisch ist, wenn man zu schnell etwas nachholen will, so nach dem Motto, jetzt habe ich doch 14 Tage kein Geld verdient, jetzt muss es endlich wieder werden, dann neigt man dazu, Dinge zu machen, die nicht so ganz 100% dem eigenen Tradingplan entsprechen. Und ich kenne das von sehr, sehr vielen Tradern, egal ob sie jetzt Daytrader sind, ob sie Positionstrader sind, Optionstrader, die wirklich sich eine gewisse Zeit lassen,
einen Tag, zwei Tage, drei Tage, manchmal fünf Tage die erste Woche das nur beobachten, weil es geht uns nichts verloren. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir genau in dieser Woche, wo wir jetzt wieder da sind, den Trade des Jahrhunderts verpassen. Na, ihr kennt alle den Spruch, der Trade des Jahrhunderts taucht einmal in der Woche auf. So, das heißt, wir haben überhaupt keine Eile. Wir können also ganz gemächlich an die Sache rangehen. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es viel, viel wichtiger, dass man so langsam wieder in die Sachen hineinkommt, dass man dieses Gefühl, was man hat, diese Intuition, die man für die Märkte braucht, dass man die wieder aufbaut. Wenn man jetzt so wie ich das schon viele, viele Jahre macht, dann genügt vielleicht ein Tag, in dem man die Märkte beobachtet, die Charts anschaut, sich ein paar Headlines durchliest, Blick ins Konto wirft auf die einzelnen Positionen. Ich habe mich mit meinen Handelskollegen hier besprochen. Die haben mir nochmal jede einzelne Position, die gemacht wurde, erklärt, warum sie das gemacht haben, sodass ich relativ schnell im Bild bin. Wenn ihr jetzt aber allein seid, dann braucht ihr vielleicht zwei, drei, vier Tage, um wieder dieses Gefühl, diese Intuition, dieses Marktgefühl in euch aufzubauen. Und gebt euch diese Zeit. Es rennt euch nichts weg. Eure Jahresperformance wird weder in den 14 Tagen Urlaub oder in den 3-4 Tagen danach entschieden, sondern im Rest des Jahres. Lasst euch also Zeit, geht das Ganze locker und entspannt an. Ihr habt überhaupt keinen Druck. Schaut mal, was der Markt so macht. Guckt euch die einzelnen Dinge an. Wie ist die Volatilität? Wie sind die Sentimentdaten? Also gibt es viel Angst? Gibt es viel Gier? Was haben die einzelnen Märkte gemacht? Gibt es neue Hochs? Gibt es neue Tiefs? Wie schauen die Aktien aus? Und so weiter. Schaut euch das also alles ganz, ganz in Ruhe an und fangt dann langsam wieder an. Ihr müsst nicht ein Trading-Portfolio von 0 auf 100% innerhalb von 1-2 Stunden bringen. Lasst euch Zeit, sagt, okay, ganz, ganz klare Signale handeln. Und wenn ihr irgendwo zum Beispiel jetzt länger draufschauen müsst, wenn ihr jetzt irgendwie einen Chart seht und sagt, Mensch, ist das jetzt ein Signal oder nicht, dann lasst es weg. Handelt wirklich am Anfang, wenn ihr wieder einsteigt, nach einer längeren Pause, erst einmal nur die ganz, ganz klaren Sachen, wenn ihr mehrere Systeme handelt. Also wenn ihr sagt, ich handle Aktienoptionen, ich handle Future-Optionen nach verschiedenen Kriterien. Ich handle vielleicht ein Income-Trading-System, ne? Also irgendwie einen regelmäßigen Verkauf von S&P-Optionen oder Calls auf den VXX oder einen Iron Condor, einen Butterfly oder was auch immer. Fangt nicht mit allen Systemen gleichzeitig an. Fangt mit einem wieder an, mit dem, wo ihr euch am wohlsten fühlt, wo ihr am meisten das Gefühl habt, dass ihr das verstanden habt, dass ihr mit dem gute Erfahrungen habt. Fangt mit diesem System an, kleine Positionen, ganz langsam und dann erst, wenn ihr nach 2, 3, 4, 5 Tagen wieder so richtig drin seid, im Flow, dann könnt ihr das langsam wieder hochfahren. Das wird euch vor sehr, sehr vielen bösen Überraschungen bewahren, weil viele Dinge, die so unter Druck passieren, und hier machen wir uns den Druck ja quasi selber, die gehen in der Regel nicht so gut aus. Deswegen lasst euren, so wie ihr den Urlaub gemacht habt, also relaxed, kommt auch relaxed wieder ins Trading rein. Ihr wisst ja, immer wenn ihr nach Hause geht und habt ein schlechtes Gefühl oder wenn ihr nachts aufwacht, habt ein schlechtes Gefühl wegen einer Position, dann ist die definitiv zu groß oder falsch. Deswegen lasst das gar nicht erst dazu kommen. Startet entspannt in euren Handel und ihr werdet sehen, es ist viel, viel einfacher, als sofort wieder mit 180% loszustarten. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder in den nächsten Videos. Euch alles Gute. Falls ihr noch nicht im Urlaub war, eine wunderschöne Urlaubszeit. Genießt es und bis zum nächsten Mal. Euer Jens. Servus, macht's gut. Bye, bye.